Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Letztes Mal sind wir im Tempel von Kilika gewesen und haben uns unsere neue Bestia geholt. Wir haben sie dann auch gleich angesehen, das war nämlich Ifrit. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit von Valfaris und von Ifrit die Ekstase wieder voll aufgeladen. Ja, und die Level verbraucht, wobei in Zukunft werden wir mit Kimari hier eher sparen. Das heißt, wir werden bei Kimari, glaube ich, keine Levels mehr investieren, weil das hat einen bestimmten Grund. Das sehen wir dann in einiger Zeit. Er braucht sie nicht wirklich jetzt dringend. Deswegen müssen wir sie uns aufsparen können und nachher dann einen kleinen Vorteil haben. Die restlichen Charaktere werden wir ganz normal weiterentwickeln. Hier gibt es in Kilika, also im Dorf selbst, nicht mehr viel zu sehen. Also, ja, die Aurochs helfen brav beim Reparieren. Und wir können gleich nach, an Bord gehen. Wir sind da nicht. Ja, genau, wir sind nämlich fertig in. Ja, in Kilika. Deswegen auf nach Luca zum Blitzball-Turnier. Wieder auch schon langsam Zeit. Das heißt auch zumindest einer der ersten Teile von Final Fantasy X ist dann auch schon fast zu Ende. Das ist das, was ich ungefähr als Einführung bezeichnen würde. Also bis wir mit Luca hier abgeschlossen haben, würde ich sagen, haben wir die Grundlagen des Spiels und die Grundlagen der Story kennengelernt. Natürlich liegt noch einiges vor uns, aber das ist wie ein erweitertes Intro, sagen wir so. So, und während es hier Nacht ist, können wir uns auf dem Boot quasi umsehen und werden noch einiges finden. Haben die jetzt geredet? Und warum hört man die nicht? Ah, keine Sorge, das ist mal ausnahmsweise kein Bug, sondern das ist ganz normal so. Da geht es nämlich weiter, wenn wir als Tidus dann oben die Leute, also die Leute Waka und Lulu belauschen. Aber das wollen wir jetzt noch nicht machen. Denn als Tidus gibt es noch einiges anderes zu erledigen vorher. Die Leute von Aurochs geben uns leider nichts, allerdings ist hier hinter den Aurochs-Spielern eine Truhe versteckt mit einer High Potion. Der Koffer ist leider nicht mehr da, also der, aus dem die Potions quasi raus sprudeln. Nein, danke, geht schon. Ja. Okay, also die Luca Goers fahren übrigens auch mit dem gleichen Schiff wie wir. So, hier könnten wir. Ich glaube, da hinten steht Oaka noch. Ja, genau. They ask a fortune for rags in Besaid and Kilika. Well, my business is in shambles. What's an Oaka to do? I ask ye. Ja, Oaka können wir momentan auch nicht wirklich helfen. Was wir allerdings machen können, ist. Moment, ich muss kurz nachsehen. Ja, sonst gibt's eh nichts. Wir wollen hier die Captains auf die Brücke gehen, also Captains Kajüte, Brücke, wie auch immer. Da würde nämlich hier in der Mitte, ziemlich genau so wo ich stehe, würde das nächste Albed Lexikon liegen. Und zwar das Nummer 5 müsste das sein. Nicht vergessen. Und jetzt, das einzige, da vorne gibt es übrigens auch nichts mehr, also da stehen nur Palate herum, glaube ich. Oh, ein Blitzball, ah, den brauchen wir später noch. Sollten wir uns merken. Aber die Leute stehen alle auf der hinteren Seite vom Schiff nämlich. Auch nicht wirklich interessant, also da stehen nur einige Fans von Yuna und Kimari rum. What y'all talking about? Who are you supposed to be? Ah, I remember him. Guy from Kilika. Huh? You know, one of the Besaid Aurochs said something about winning the cup. Oh, right. You're that idiot. Don't call him that. But he is an idiot. They don't got what it takes to win the cup. Well, they do now that I'm here. Yes, they will win.
He used to be the star player of the Zanarkand Apes. Yeah, as if anyone lived in those ruins. It's not ruins. There's a big city there. There is. I got too close to Sin and... There is a city, really. Right. Whatever your ladyship says. Okay, nach der kurzen traurigen Einlage hier, wollen wir mal jetzt aber wirklich Wakka und Lulu belauschen. Well, say something. You'll take responsibility. Relax, he's bound to know someone in Luca. And if not? He could always join a Blitz team. Anyhow, it's better than just leaving him in Bisade. What? Just leaving him in Luca? What do you want me to do? Yuno wants to make him a guardian. Oh, yeah, geez. There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine! It is mine, huh? Sieht wohl fast so aus. Und nachdem wir hier uns die Konversation einmal angehört haben, also ich glaube, die Konversation mit Yuno brauchen wir nicht, aber die mit Wakka und Lulu, dann können wir hierher gehen und uns mit dem Blitzball beschäftigen. Dann kommt dann ein kurzer Rückblender. Oder zumindest ja, ein kleiner Teil einer Rückblende. Oh, der kleine Tidus bringt's nicht fertig, den Blitzball zu treten. Und da im Hintergrund steht übrigens auch wieder wer. Wäre interessanter. Well, well, trying to follow in my footsteps, are you? I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. Okay. Ich glaube nicht, dass man sich einfach in der Luft so drehen kann. But don't worry, my boy. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best. Langsam bekommen wir eine Ahnung davon, warum Tidus auf seinen Vater nicht allzu gut zu sprechen ist. Und hier können wir in einer kurzen Zwischen- oder in einem kleinen Minigame eine Spezialattacke für Blitzball lernen, das wir auch machen wollen. Denn ohne die Spezialattacke ist es ziemlich schwer, das Blitzball-Spiel, das wir bestreiten müssen, dann auch zu gewinnen. Es ist nicht wichtig, dass es gewinnt, die Story geht auch ohne Gewinnen weiter, aber ich werde das auf jeden Fall versuchen. Der Clou ist, überall am Bildschirm tauchen jetzt so Erinnerungen auf. Man muss in die Richtung drücken, in die Erinnerung auftaucht und dann einfach auf X drücken. Das heißt, sollte nicht allzu schwierig sein. Gut, wenn die Erinnerung genau in der Mitte auftaucht, dann braucht man natürlich keine Richtung drücken. Zeit zum Ausprobieren. Okay, links, Mitte, rechts unten. Ja, und jetzt geht es auch um die Wurst. Ich hoffe, ich schaffe es, ansonsten muss ich die ganze Folge nochmal aufnehmen. Jetzt treten wir nämlich gegen Jack an. No can't do it. You can't do it. You're out of your league. You can't do it. No one of your league. You're out of your league. No one else can do it. No can't. No one else can do it. Ich glaube, das haben wir fast geschafft. Sehr gut. Man muss, glaube ich, nur 11 verschiedene von den Phrasen hier wegdrücken. Dann schafft man den Schuss. Ansonsten fällt Tidus auf die Nase. The best. Yeah, right. Und wenn Tidus auf die Nase fällt,
dann können wir die Spezialtechnik noch sehr lange nicht lernen. Anyone can do it if they try. Show us one more time, yeah? Und wenn man später Blitzball noch weiterspielen will, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, diese Spezialtechnik zu erlernen. Sollte man, also wenn man sich nicht sicher ist, dass man es schafft, kann man unter Deck vorher natürlich speichern. Okay, jetzt nachdem das Ganze passiert ist, können wir noch mit Yuna sprechen. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. That was the jet shot, wasn't it? Ich wollte eigentlich noch Wacker und Lulu belauschen. How do you know that? Sir Jack showed it to me when I was a child. He called it the sublimely magnificent Jet Shot Mark III. Huh. Stupid name, huh? You know what? There is no Mark I or Mark II, you know? My old man said the name Mark III was just something to hook the crowd. He said they'd come back every night expecting to see Mark I and Mark II. And they really did come back. I used to get so mad. Is he alive, you think? I don't know. But Sir Jekt was my father's guardian. So he's famous here, too? Yes. So, if anything happened to him, I should think word would get around fast. Uh-huh. What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago. Well, I'd probably just smack him one. After everything he put Mom and me through. And because he was famous, I was always... Well, you should know, Yuna. Hmm? Your father's famous, too. Everyone in Spira knows him, right? Hmm. Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps as a summoner. Sure. But the honor of having a father like him surpasses all that, I think. Well... There wasn't much to honor about my old man, that's for sure. You shouldn't say that about your father. I got the right. Hmm. I guess you do. Ow! Show me that move again! Yo! Walker will's einfach nicht lernen. I didn't think my old man would come to Luca. He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament, but I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. Okay, wir hätten eigentlich, bevor wir mit Yuna geredet haben, oder vielleicht vor der Blitzball-Einlage noch einige Konversationen zwischen Waka und Lulu belauschen können. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber erfährt man nicht wirklich speziell viel. Okay, nächstes Mal geht's auf nach Luca, dieses Mal aber wirklich. Und was uns in Luca beim Blitzball-Turnier erwartet und warum das Ganze für Yuna nicht so wirklich gut ausgeht, das sehen wir nächstes Mal, wenn sie da ist. Let's play Final Fantasy 10. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.